So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus, wir sind da. Und ich habe mal ein bisschen was gemacht. Und zwar ist mir aufgefallen, der Zug konnte hier nicht wenden. Das war anscheinend hier vielleicht ein bisschen sehr knapp bemessen alles. Mit dem Auf- und Abfahren. Vielleicht sollten wir das ein Stück verlängern. Reicht das? Ich glaube, vorher ging es hier ran. Es wäre wirklich nur ein Millimeter. Wir könnten noch eins nach hinten gehen. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Du bist auch noch nicht voll. Sehr gut. Das heißt, das müsste eigentlich klappen. Theoretisch. Weil diese Kette hier nicht erlaubt reinzufahren. Ja. Dann geht's auch. Sehr gut. Ja, der Zug hier hinten ist leider ein bisschen dämlich. Er kann nicht immer diese Tankstelle ansteuern. Weil, wenn er jetzt hier leer geht, auf der Stelle, dann würde er sie halt nicht erreichen können, nicht wahr? Und dann steht er da rum und sagt, keine Tankstelle erreichbar, weil er die da hinten nicht ansteuern kann. Wobei ja obvious, wenn ich das Zollamt auswähle, dann fährt er bis zum Zollamt. Und dann tankt er hier eh. Aber er kann nicht bis hierher fahren von alleine. Ich weiß halt nicht warum. Vielleicht wegen der Stelle hier. Wir gucken mal, vielleicht hilft das ja schon. Und bestätigen, dass er dann hier nach hinten fahren kann zum Tanken. So war es eigentlich mal vorgesehen. Weiß ich nicht. Okay. Dann geben wir auch hier wieder alles frei. Das ist immer blöd. Beim Abreißen muss ich ein paar Sachen wegschmeißen, weil man nicht ein extra Abrisslager hat. Wäre irgendwie cool, wenn man hier noch ein Zugabrisslager oder sowas machen könnte. Wäre auf jeden Fall hilfreich. So, was ist hier hinten los? Da habe ich eine Weile nicht geguckt. Na, das Wasser ist noch nicht gebaut, weil das hinter diesen Straßen liegt. Das ist Strom. Aber eigentlich hast du hier eine hohe Priorität. Und du hier. Oh, und du nur eine mittlere. Aber ihr baut zuerst das. Okay. Und das ist auch eine hohe Priorität. Da kommt die also auch ran. Da kommen die Baumaschinen. Sehr gut. Wir mussten das Wasser nämlich nochmal ein Stück runtersetzen. Also von hier, nee, von hier nach da. Weil es sonst nicht an das hier rangekommen wäre. Das war ein bisschen ungünstig, würde ich mal sagen. Das haben wir also nachjustiert. Hier unten, die könnten dann sich von da bedienen. Das heißt, die haben alle zwei, aber er hat nur eine Anstelle. Irgendwo war gerade ein Polizeiauto von denen hier im Stau. Hier. Weil... Achso, weil der Zug. Die haben jetzt gegenseitig gewartet. Ja, die Signale sind bei Bauarbeiten halt nie richtig fertig, nicht wahr? So. Dann können wir die jetzt wieder ausbessern. Ist aber auch blöd, dass man das so hinkriegen kann, dass man sich gegenseitig quasi ausschaltet. Okay, der darf nur rauffahren. Der darf nur da lang fahren. Ah, hier kann ich auch dazwischen gehen. Interessant. Weil das kann ich nicht an allen Stellen. Da können wir mal hin. Das Ganze ist eins. Das Ganze ist eins. Es könnte auch sein, dass der Zug blockiert hat, dass er rausfahren durfte.
Jetzt, wo ich mir das im Ganzen nochmal überlege. Ah ne, der Zug ist ja hier. Und der ist nicht abgetrennt. Nur indirekt. Jetzt ist es separat. Genau, und hier müssten wir sagen, Einfahrt verboten. Und hier auch erstmal Einfahrt verboten, solange wir da keine Züge haben, die da langfahren sollen. Oh, das wird ein Chaos geben. Kleinigkeiten können sie noch überarbeiten. Richtig, Raketown. Raketoon? Ah, ich bin dafür bekannt, die Namen falsch auszusprechen. Aber ist es, ich sag jedes Mal, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber die Kleinigkeiten regen einen dann halt noch mehr auf, als einem lieb ist, nicht? So. Der Stau ist okay, der Stau ist okay. Jetzt gucken wir mal. Achso, na gut. Wann ist er leer? In einigen tausend Litern erst. Er hat hier aber anscheinend getankt, weil das Auto ist losgefahren. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ja, wir sind dabei, die Forschung voranzutreiben. Wir sind gerade bei der Forschung. Upsili. Bei dem Logistikbüro. Sehr, sehr gut also. Und uns wandern die Leute aus. Oder die sterben gerade weg und ich habe die Geburtenrate verringert. Das ist aber okay gerade. Das ist erstmal okay. Keine Arbeiter, Gebäude hat kein Trinkwasser. Immer noch nicht. Okay. Also an dem Trinkwasser hängt auf jeden Fall erstmal alles gerade. Ölpreise steigen, das ist gut für uns. Da wir Treibstoff und Öl exportieren. Warum? Es ist halt immer Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Immer blöd. Jetzt, obwohl sie hier keine Priorität haben, ist der Bus, der die Arbeiter hier hinbringt, schneller. Und deswegen werden die Sachen hier eher fertig. Und das bleibt einfach liegen. Aber da fehlt irgendwie nur noch 0,1 Tonnen von irgendeiner Scheiße. Und es bleibt halt ewig liegen. Bis dann durch Zufall mal der Bus da ankommt. Obwohl hier hinten schon viermal Busse ankamen. Also das sind auch so Sachen, wozu priorisiere ich die Sachen dann? Record One, okay. Werde ich wieder vergessen, erinnere mich beim nächsten Mal dran. Ich habe nicht ein Gehirn wie ein Sieb. 96%, 4 Arbeitstage, 4 Arbeitstage. Dafür holt er jetzt wahrscheinlich 40 Leute, die er hier reinballert. Wäre cool, wenn so ein Bus zum Beispiel die Ressourcen verteilen könnte. Wenn er sieht, hier fehlen 4, setzt er hier 4 ab und bringt die anderen zur anderen Baustelle. Nicht? Jetzt liefert der da, zack, das hin, aber jetzt haben wir es. Das heißt, jetzt haben wir hier Wasser, keine Arbeiter. Okay, keine Arbeiter müssen wir ändern. Ich würde aber sagen, wir machen da einen Trick 17. Wir haben ja einen Zug, der hier hinten hinfährt. Dem Zug könnten wir einen Waggon mehr geben. Wo ist er gerade? Muss irgendwo im Tunnel sein. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber dann hat er keine Personen drin, wenn er wiederkommt. Das ist ein langer Tunnel. So. Du fährst mal bitte ins Depot. Und wir fahren mal mit. Durch den Innenstadtdschungel. An der Uni vorbei. Über unsere neue Auffahrt. Sehr gut. Und ins Gebäude rein. Schöni, schöni, schöni. So. Dann kaufen wir nämlich einen neuen Waggon. Die kann man nur hier kaufen. Und zwar die Personenwagen. Und ich glaube, wir hatten den mit 155. Dann holen wir den nochmal.
Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Können wir den Waggon holen lassen? Der kann nur Trams holen. Ah. Weil ich glaube, wenn ich dem jetzt sage... Ja, weil der auf der Route ist. Ja, das ist natürlich blöd. Oder hängt die Route an den beiden zusammen? Ah, jetzt kann er es abholen. Ah, okay. Dann machen wir es nämlich so. Okay, hat er einfach geskippt. Aber kein Thema. Oh, dann holt er sich den Wagen. Und dann fährt er hoffentlich ins Zugdepot. Wir sagen dann auch, ab ins Depot. Dann sagen wir ihm, beide Waggons anheften. Und dann löschen wir die beiden Halte. Und dann sagen wir, starten. Am spanischen Platz lässt er einsteigen, nur Arbeiter, ganz wichtig. Hier lässt er nur aussteigen, Arbeiter. Und dann haben wir da mehr Kapazität. Weil der Trick ist jetzt, wir bringen ja die Leute mit Bussen hier noch hin. Und das wollen wir dann mal sein lassen. Ich würde einen Bus erstmal da rausnehmen aus der Linie. Ich würde sagen, dich schicken wir mal kurz ins Depot. Und du hast Leute drin, du hast auch Leute drin. Warten wir auf die beiden, dass einer von denen leer wird. So. Dann ist der leer. Dann fährt er auch ins Depot. Sehr schön. Oha. Gregor Simon asked me. Ich habe gerade Aktien von Score gekauft. War das eine gute Idee? Ja, das war definitiv eine gute Idee. Hoffen wir mal, dass die Aktien steigen und nicht so schnell fallen wie Larry's Wood Level in einem bugverseuchten Spiel. Mein was sinkt in einem bugverseuchten Spiel? Mein Wood Level? Ach, Wood Level in einem bugverseuchten Spiel. Okay, da hat die KI sogar recht. Hallo Gregor. Also ich muss sagen, hier gibt es sehr, sehr viel Kapitalismus, nicht wahr? So, wir fahren den beiden Bussen, was man an unserem Geld sieht. Wir nehmen die Busse weg. Und lassen die hier hinfahren. Von wo ist jetzt die Frage? Wahrscheinlich weiterhin von hier. Das heißt, wir beladen uns hier mit Arbeitern und wir bringen die direkt hier hin. Entladen mit Arbeitern. Ich sage starten, übernehmen die Route für den anderen Bus, Abstand, Bus starten, fertig. So, das heißt, da kommen jetzt Leute an. Wir haben Wasser, wir haben Abwasser, wir haben Strom, wir haben Lager. Was wir nicht haben, sind hier 8 von den Dingern. Dann haben wir die auch. Perfekt, perfekt, perfekt. Und ganz wichtig, hier wollen wir nur Metallschrott lagern. Weil hier ist die Stahlrecyclinganlage und hier nur Aluminium. Okay. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir die beiden Lager, damit wir die schon mal einstellen können, richtig. Dass da nichts anderes reinkommt. Und dann gucken wir mal.
Ja, aber jetzt nochmal. Also Sozialismus ist hier, glaube ich, relativ wenig, muss man so sagen. Es ist eigentlich wirklich sehr viel Kapitalismus, nicht? Man kann, Steuern kann man nicht machen, aber man kann Wirtschaft beeinflussen, man kann Ressourcen bewegen, Kredite aufnehmen. Also eigentlich ist es schon sehr viel Kapitalismus enthalten, nicht? Oh, ein wunderschöner Regen über unser kleines Städtchen. Sozialismus ist so anstrengend. Alles muss man selbst entscheiden. Kann man sich nicht das Unternehmen outsourcen, damit die ein Geld beschaffen? Naja, aber du brauchst ja nicht mehr Geld. Das ist ja das Gute. Du musst dich ja nicht mehr um sowas kümmern, weil du eigentlich ja gar keine Güter brauchst. Weil du ja alles hast, was du brauchst. Ich glaube, sowas wie Kommunismus, Sozialismus, solche Sachen in ihrer Reihenform funktionieren eh heutzutage mit den Gütern, die wir haben, gar nicht mehr. Ohne weiteres. Da bräuchte es wahrscheinlich bessere Formen. Oder. Letzte Chance zum Kauf, uns egal. Jetzt wird's spannend. Und ich würde sagen, ich speichere nochmal, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier verdaddelt gerade gleich. Ich muss mich jetzt auch konzentrieren. LP7.522 war da ein Unterstrich. Oh, ich weiß immer nicht, wie ich das nenne. Ne, LP7.5. Auch noch My Republic davor geraten die letzten Male. Okay. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich es nicht richtig gelöscht habe. 7.522. Sehr gut. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's nämlich in die Vollen. Und zwar wollen wir das Fahrzeugersetzen-Tool benutzen. Die automatische Ersetzung. Sobald ich die anmache, fängt er an, die Sachen zu ersetzen. Das heißt, das will ich gar nicht. Filter nach. Will ich auch nicht. Sortieren nach. Das will ich. Alter. Und zwar absteigend. 14 Jahre alt. 22 Jahre. Aber was ist für eine Sortierung? Warum ist der 14er nach den 22er? Es ist doch schon wieder nicht richtig sortiert. Weil es auch nach Fahrzeuganzahl sortiert ist. 27 Jahre. Eieieiei. Okay. Die müssen wir alle ersetzen. Das wird jetzt ein großer Spaß, der in die Millionen geht. Und das machen wir erstmal manuell. Und zwar fangen wir an mit den wichtigen Sachen. Und die wichtigsten Sachen, die aktuell Probleme machen, sind... Wo sind sie? Die hier. Die müssen wir ersetzen, weil die fahren gar nicht mehr. Das sind die hier. 48 mal 14 Jahre. Wollen wir ersetzen mit den aus den USA? Können wir nicht. Geht automatisch nicht. Wir haben keine Verbindung. Der könnte auch nicht so viel transportieren wie der. Das heißt, es bleibt bei dem. Und jetzt ältestes Fahrzeug ersetzen. Aber ich kann das hier nicht machen. Wird es... Und jetzt kommt die Sache, warum ich gespeichert habe. Weil ich nicht weiß, wie er das jetzt macht. Wenn ich sage, das hier. Genau, er exportiert es dann nämlich. Alles klar, also das geht nicht. Das ist dumm gemacht. Also, da muss ich sagen, das Tool an sich ist besser, weil bei zum Beispiel Transport Fever 2 gab es das erstmal nicht. Gibt es jetzt zwar inzwischen auch dieses Ersetzen-Tool, funktioniert trotzdem nervig, weil es keinen Automatikmodus hat. So, hier haben wir jetzt diesen manuellen Modus, aber der manuelle Modus... Da kann ich nicht sagen, auf den Schrottplatz schicken. Das heißt, ich müsste sie manuell erstmal auf den Schrottplatz schicken und dann neue kaufen. Das heißt, das Tool ist für mich mit diesem manuellen Ersetzen eigentlich dürfte das gar nicht funktionieren im realistischen Modus. Das müsste eigentlich deaktiviert sein. Das finde ich ist ein kleines Bugzeug. Und weil man das hier nicht vorher machen kann. Sobald ich das hier anmache, fängt er an, egal was hier eingestellt ist, also mit den Sachen, die hier eingestellt sind, das zu machen. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht will.
Nicht? Warum muss ich das erst anmachen und dann die Einstellung vorzunehmen? Das ist für mich ein fetter, fetter Bug. Ich muss erst die Einstellung machen können, um es dann zu aktivieren und dann macht das nach den Regeln. Weil das habe ich schon getestet, da macht er Murks. Wenn ich nicht aufpasse, dann fährt er alle Leute zur Grenze oder. Auch bescheuert. Also, beide Modi scheiße. Der manuelle, weil er es einfach ersetzt, weil das nicht angeklickt hat. Jetzt kommt der große Trick. Was ist, wenn ich das so mache? Jetzt dürfte er ja nichts ersetzt haben. Ich habe es ja wieder ausgemacht. Oh, scheint geklappt zu haben. Was passiert, wenn ich jetzt... Wir sortieren wieder nach den ältesten Fahrzeugen. Das hier... Ersetze. Jetzt fährt das zum Schrottplatz, seht ihr? Und da ist das Problem. Das ist der Bug. Also für mich ist es einfach faktisch ein Bug, dass ich das nicht auf den Schrottplatz schicken, im realistischen Modus vorher anklicken kann. So, weil das müsste jetzt nämlich dieses Fahrzeug sein. Und wo fährt das Fahrzeug hin? Auf dem Weg zur Verschrottungsanlage. So, und man sieht, ich kann auch nicht immer mehr als eins anklicken. Das verstehe ich halt zum Beispiel auch nicht. Lustigerweise bleiben die ganze Zeit liegen auf dem Weg. Ausgetauscht zu werden. Für 138.000 habe ich für Fahrzeuge importiert. Das kann aber nicht sein. Was sollen das für Fahrzeuge sein? Die habe ich never ever für 138.000 gemacht. Das heißt, jetzt müssen noch viel mehr Fahrzeuge auf den Schrottplatz fahren. Durch diese automatische Aktivierung. Feuer gelöscht. Wo? Okay. Natürlich hier. Was haben wir denn gekauft? Kann ich das einsehen? Auch nicht, oder? Ich sehe nur das, aber nicht was. Das ist schlecht. Güter ist die Steigerung von gut. Gut, Güter am gütesten. So ist es auch. Denn wir haben die gütesten. Oder haben die echt 138.000 gekostet? Also wir haben auf jeden Fall keinen Export, was schon mal gut ist. Keinen negativen. Hier. Da ist das Problem. Was hat der hier gemacht? Noch ein Bug. Der hat zu viel Fahrzeuge gekauft. Hä? Also dieser Ersetzmodus funktioniert einfach null. Richtig. Das ist echt verbuggt ohne Ende. Die Fahrzeuge fahren nicht raus. Er kauft zwei Fahrzeuge oder drei Fahrzeuge für eins, was man über diesen Modus ersetzen lässt. Das ist nicht geil. Wir machen es manuell. Bleibt nichts anderes übrig. Ich würde einfach dann sagen, Arbeitsplatz aller Fahrzeuge wechseln hier hinten hin. Das gleiche hier. Fahrzeug aller wechseln. Und Arbeitsplatz aller Fahrzeuge wechseln da hinten hin. Mal gucken, fahren die denn raus? Scheint zu klappen. Die kaputten Dinger müssen erstmal weg. Die werden jetzt die ganze Zeit die Straße blockieren.
Und dann holen wir das hier manuell. Sind 104.000. So, nicht 138.000. So, dann fangen die hier nämlich auch wieder an zu funktionieren. Endlich kriegen die da drüben Korn. Das heißt, wir kriegen wieder... Stoff. Bedeutet, wir kriegen dann am Ende Kleidung. Ja, wie alt sind denn die hier? 14 Jahre. Abnutzung? 21, das geht. Okay, eine andere Möglichkeit. Kaputtes Fahrzeug. Ja, das wissen wir. Die sollen ja verschrottet werden. Achso, und ganz wichtig, aufpassen. Ressourcen aus Fahrzeugen gewinnen, dass dieser Haken nicht von Anfang an ist, ist für mich auch ein Bug. Warum sollte ich denn Fahrzeuge verschrotten, ohne Ressourcen aus sie gewinnen zu wollen? Dann kann ich sie doch auch über die Grenze verkaufen. Also, das macht für mich legit keinen Sinn. Es müsste eher umgedreht sein, keine Ressourcen aus Fahrzeuge gewinnen, dass ich das aktiv anklicken müsste. Aber es ist ein bisschen verdreht, in meinen Augen. So, wo ist der Bus, der die Arbeiter hier hinbringt? Der müsste doch schon längst mal angekommen sein. Achso, die können nicht fahren, weil die Fahrzeuge die Strecke blockieren. Oh Mann. Ja, die bleiben halt alle 3 Meter liegen. So. Erstmal weg mit denen. So. Da haben wir genug zum Verschrotten, nicht wahr? Was ist die Steigerungsform von Schrott? Schrott, Schröter am schrötesten. Oh. Oh, jetzt blockiert nicht in den Eingang. Wirklich. So, du hast natürlich jetzt keine Arbeiter, weil die Arbeiter nach Hause gegangen sind, weil es einfach zu lange gedauert hat, bis der Bus hier ankam. Ich höre nur die ganze Zeit Gehupe. So, jetzt sind Arbeiter da. Und wir verschrotten die ersten Fahrzeuge. Sehr gut. Hier können wir noch einstellen. Mengen begrenzen. Wir wollen 50% Stahl. Und 50% Aluminium. So, die kriegen hier noch keine Ressourcen. Okay, der einzige Lieferant, der hier in die Nähe fährt, wäre er hier. Für die Lager. Nee, ihr kriegt... Die kriegen... Ah. Oh, das erklärt einiges. Deswegen sind die ständig irgendwo in der Stadt tanken gewesen. Einen Öltank, der ist lustig. Einen Öltank, der ist schön. Ja, wir brauchen nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Ich nehme mal den 9 Tonnen. Das passt schon. Ob nun 11 oder 9 Tonnen, ist auch egal. Danach würde ich sagen... Ersetzen wir komplett die Müllabfuhrleute. Wir hatten 5 Dinger und dann den Rest andere. Weil die sind auch wichtig. Ja, die bleiben nämlich auch ständig liegen und blockieren die Straßen.
Ich kann auch 3,5 Kilometer machen. So. Gesamtkapazität. Oh, guck mal, es gibt auch ganz andere Müllfahrzeuge. Aber wir wollen Müllwagen haben. Immer noch deren mit 9 Tonnen. Den anderen gibt es gar nicht mehr. Schade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dann kriegst du neue Fahrzeuge. Du holst Treibstoff von hier. Beladen, warte bis beladen. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, er wiegt linksrum ab. Linksrum, linksrum. Das ist ja doch blöd. Okay, wartet. Dass man die... Früher konnte man einfach oben klick, 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 klick machen. Andererseits hat man dann auch manchmal zu viele weggenommen. Okay, also er kommt hier rein. Rechts, 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 rechts. Muss links raus, okay. Und beliefert das noch. Warum habe ich überall warten bis leer angeklickt? Das weiß ich selber nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, das habe ich nur bei denen gemacht, wo das schon angehakt war. Eigentlich will ich nämlich das so machen. Genau. Und nirgendwo entladen. So. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann haben wir den guten auch mit angebunden. Dann können die das hier nämlich rausholen. Und die Sachen werden nach und nach verschrottet. Hier kommen genug Fahrzeuge rein. Kleine Dinger werden auseinandergenommen. Und der Metallschrott sammelt sich hier. Sehr gut. Aluminiumschrott noch nicht. Was mich wundert, dass die elektronischen Bauteile hier nicht drin landen. Nicht, dass wir hier doch eine Verbindung zwischen hätten haben sollen. Aber ich dachte eigentlich, das reicht hier. Eine ausgehende Verbindung von dir. 0,09. Oder ist es zu klein? 0,72 und das fließt erst mit Tonnen rüber. Gefüllt, 0,05. Okay, man sieht's nur noch nicht. Oder es steht einfach so 0,05 da. Das kann auch sein. Achso, und wir müssen dem natürlich sagen... Stimmt, holt hier... die Ressourcen ab und entladet die Ressourcen hier. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, dann können die mit der ersten Ladung schon Sachen rüberschaufeln. Oh, wie viel transportierst du jetzt rüber? 58. Ist jetzt nicht die Menge. Dann müssen wir halt hinten von diesem Bahnhof weniger Leute abtransportieren. Weil da kommen doch sehr viele Busse an, die Leute rausholen. Also die Busse, jetzt wo wir Züge haben, müssen wir eh nochmal komplett überdenken. Du fährst noch. Okay, das hat geklappt. Anscheinend kann er jetzt die Tankstelle erreichen oder wir hatten Glück, dass er jetzt immer dahin gefahren ist. Kaputtes Fahrzeug. Ja, weiß ich. Deswegen habe ich es jetzt zu Müll geschickt. Ich glaube, dich müsste ich noch nicht mal, nicht? Abnutzung 23. Aber komm,
7 Jahre, ja. Wir haben neue für die Stadt. Sieht schöner aus. Guck mal, diese prachtvollen Autos. So, wo brauchen wir noch prachtvolle Autos? Wir haben die ganzen Lieferanten ersetzt. Hier hinten, die. Ihr wechselt auch das Depot und zum Verschrotten rüber. Das gleiche machen wir gleich mit den Baufahrzeugen. Wir bauen ja nicht. Aber erstmal die ganzen kritischen Lieferfahrzeuge hier raushauen. Hat uns diesen Monat schon 312.000 gekostet. Ja, und dann würde ich sagen, ich glaube auch die Krankenwagen hier sind auch so ein paar Kandidaten, die wir hier nicht mehr wollen. Aber ich glaube, da müssen wir hier erstmal ein bisschen mehr wegtransportieren lassen. Zwei Busse scheinen halt nicht zu reichen. Und die großen Fahrzeuge brauchen auch länger, nicht? Da kommen auch mehr Ressourcen raus. Ah, einer fehlte. Okay, alle weg. Dann kriegst du nämlich neue Fahrzeuge. Welchen? Am besten den schnellsten. Der wird bis 97 hergestellt. Das sind nicht mal mehr 9 Jahre. Der wird noch bis 98 hergestellt, aber der fährt 10 km/h schneller. Der fährt ganz langsam. Dann würde ich sagen, nehmen wir... Oh. 8-mal den guten. Ich habe, glaube ich, gerade neue gekauft, nicht? Aber egal. Und dann auch die Feuerwehrautos ersetzen. Oh. Kriegst auch einen neuen. Hat er den beibehalten? Ich glaube ja, nicht? Sehr gut. Da kommt auf jeden Fall ordentlich was rum. 15 Tonnen Stahl haben wir schon. Das hier ist zu 4% gefüllt. Okay, Aluminium gar nicht. So, in dem hier wird nur Bauschutt gelagert, dann nur das lagern. Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge, ich glaube, weil die hier nicht über diese Dinger kommen. Wir aktivieren mal hier ein paar mehr Straßen, aber ich will erst die Baufahrzeuge ersetzen, die bleiben nämlich auch immer liegen. Ja. Das wäre nämlich ungünstig. Und die Busse müssen wir auch alle ersetzen. Also so schön wie dieser automatische Modus ist, so nervig ist er auch. Was bist du? Keine Ahnung. Also, wir haben euch ersetzt. Wir haben euch ersetzt, so als nächstes eigentlich die ganzen Fahrzeuge. Wobei die hier noch am neuesten sind. Wie alt bist du? 10 Jahre, okay. Nee, komm. Ist nicht genug Platz, okay. Weil ich will den automatischen Modus dann anmachen, wenn ich den Großteil ersetzt habe, so dass er das dann nach und nach besser handeln kann. Ist auch gut, wenn wir die nicht gleichzeitig machen. Sonst haben wir auch irgendwann das Problem, dass die alle gleichzeitig wieder getauscht werden müssen. Wenn da so ein paar Monate dazwischen liegen, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Immer noch nicht. Ich
Wir hätten gleich zwei Verschrottungsanlagen bauen sollen, was? Wir sind auf jeden Fall Profis im Verschrotten von Gabelstaplern. Immer noch nicht Platz für 8 Fahrzeuge. Okay. Keine Arbeiter mehr drin. Die Busse sind auch nicht ganz vom Abstand her gleich ausgependelt. Ach so, der Hubschrauber kann nicht rein. Das ist das Problem. Oh, der Hubschrauber, den können wir nicht ersetzen. Ah. Aber ich könnte einen neuen Hubschrauber kaufen. Weil der sieht auch nicht mehr so gut aus. Egal, aber die kriegen das da. Okay, dann die Feuerwehr. Das Auto ist auch fast 20 Jahre alt. Ich würde sagen, adieu Nostalgie. So, benötigt Feuerwehrautos, das ist mir klar. So, und jetzt hatten wir... es gab hier diesen neuen Stufe... Den hier, Stufe 35. Den wollen wir auf jeden Fall. Der fährt aber nur 80 und der hier fährt 95. Ich glaube, es gab keinen schnelleren. Doch, den hier. Aber, ah ja, interessant. Der ist ein bisschen älter. Ich will eigentlich den hier haben, damit wir den mal sehen. Dann können die da von dieser Feuerwehr weg. Das gleiche mit der Feuerwehr. Die sind auch mit schon recht alt. 11 Jahre. Das geht noch. Die ist gar nicht so alt, die Feuerwehr. Und hier hinten, die ist noch nicht im Betrieb. Stimmt. Hier müssten wir eigentlich auch Feuerwehrautos kaufen. Dann kaufen wir hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das müsste erstmal reichen. Hier bringt es auch eigentlich gar keinen Sinn mehr, jetzt Arbeiter hinzubringen, weil wir das Zeug gar nicht exportieren. Da wäre hier der Exporthafen für Güter gar nicht verkehrt. Dafür haben wir das ja hier hinten gebaut. 197.000 Fahrzeuge importiert. Das Gute ist, wir exportieren nicht mehr und kriegen nämlich so Sachen wie Stahl und Co. Ah, das kommt hier nicht rein. Okay, ich glaube, hier haben wir ein Thema, dass wir das Ding nochmal abreißen müssen. Eigentlich müsste Elektronik und mechanische Bauteile hier drüben reinkommen, hier drüber. Aber tut es nicht. Braucht das vielleicht eine Doppelverbindung? Geht da einfach nicht rein. Liegt das vielleicht daran, dass die hier so angebunden sind? Na, das ist ein Problem. Aber wir könnten das hier halt wegreißen und nochmal umbauen. Dann könnten wir die beiden aneinander anschließen und der würde beides machen. So viel kommt da ja nicht raus. Aber wenn das voll ist, wird es nicht mehr funktionieren. Und ich sehe, jetzt funktioniert es ja nicht. Andererseits weiß ich nicht, ob der Stahl automatisch da reinfließen würde oder ob es erst reinfließt, wenn es voll ist. Andererseits fließt der Metallschrott ja auch sofort drüber. Das heißt, das wird nicht funktionieren, warum auch immer diese Verbindung nicht funktioniert.
Okay, reißen wir erstmal die eine ab. Vielleicht können wir schon hier einfach mit einem Anschluss das lösen. Gucken wir mal. Was haben wir noch ersetzt? Also, wir haben alle Transporter ersetzt. Wir haben alle Feuerwehren, alle Krankenwagen ersetzt. Das waren die wichtigsten Dinge, die unbedingt ersetzt werden müssen. Was haben wir noch? Noch irgendwas, was ich übersehen habe, was kritisch ist? Die ganzen Tanklaster. Wobei ich da viele neu gekauft habe. Hier zum Beispiel, nicht? Die habe ich neu gekauft. Eigentlich bleiben wirklich nur die Baufahrzeuge, dass wir eins nach dem anderen komplett leeren. Und neue kaufen. Oh, die können... Ja, super, die bleiben da auch alle naselang liegen. Da wäre es die zweispurig. Warum die da nicht überholen können, weiß ich halt auch nicht. Irgendwas ist zusammengekracht, oder? Ach so, ja, das hier. Boah, ich dachte schon. Passen die da noch? Wow. Er hat auch einen Meter weiter hinten stecken bleiben können. Ich glaube, da passen mehr Fahrzeuge rein, als ich denke. Nur das war mit dem Hubschrauber, dass die da nicht reingepasst haben. Okay, dann sind die Baufahrzeuglager leer. Und dann kaufen wir neue Busse erstmal. So. Der wird bis 2002 hergestellt. 45 Passagiere. Wir brauchen für die Baustellen eigentlich gar nicht so viele. Eigentlich wäre mir... Ja, der am liebsten. Den holen wir. Was kaufen wir dann? Dann kaufen wir auf jeden Fall... und das machen wir diesmal so. Die offene Ladefläche... Wir wissen ja, der kann zwei 13er Maschinen transportieren. Dann holen wir den. Und gleichzeitig kommen hier zum Beispiel die Bagger. Wobei die Bagger, wie schnell fahren die denn? 80? Der kann also selber fahren. Nee, dann kommen da nicht die Bagger rein, sondern die Planierraupen. Und dann können da noch zwei andere Sachen hin, wie die Straßenwalze, die auch langsam fährt. So. Okay, dann holen wir die neuen Bagger. Und... Noch zwei Bagger. Keine Ahnung. Dann brauchen wir auf jeden Fall Betonmischer. Der ist immer noch gut. Der fährt 87, gibt anscheinend keinen besseren. Da wir viel mit Beton machen, hole ich direkt 5. Kipper brauchen wir auf jeden Fall. Da können wir einfach den mit der größten Kapazität nehmen. Eigentlich. Der fährt auf 95. So. Und hier kommen
abgedeckte Ladeflächen. 3 und offene Ladeflächen kommen auch nochmal 3. So. Dann haben wir hier oben wieder alles da. Und das hat uns jetzt 1,17 Millionen schon gekostet. Oh oh. Ich glaube, ich habe die zu schnell hintereinander gekauft. Kann das sein? Oh nee. Oh Mann, Spiel. Das ist Kacke. Das ist wirklich auch ein Bug. Kannst du nicht einfach fahren? Kannst du fahren? Kannst du einfach wenden? Kannst du wenden? Kannst du wenden? Nein, kann er natürlich nicht. Bedeutet, wir müssen laden, weil das Spiel einfach bescheuert ist, wenn man zweimal hintereinander auf Kaufen klickt. Oh, so ein Hals. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ich das gelöst habe mit diesen scheiß Baufahrzeugen.